Gender, das ist! Stimme, die Gender! Sechs! Null! Auf jeden Fall nur Liebe für Timmy. Fun Fact, kommen wir aus dem gleichen Kuhkaff. Bevor das Video losgeht, parallel zu diesem Vlog kommt wieder ein FIFA-Video vom Zweitkanal hier oben in der Infobox oder hier oben in der Infobox, irgendwo hier ist eine Infobox, keine Ahnung. Wenn ich gebacken kriege, diese Infobox da einzurichten, dann kommt ihr da aufs FIFA-Video. Wenn ihr Bock drauf habt, wenn nicht, dann viel Spaß beim Vlog. Ei, gute Wie. Heute geht's gegen Helsinki. Ich hab's leider nicht zum Friseur geschafft. So, aber wir müssen mal ein bisschen in Stimmung kommen, oder? Ein bisschen in Stimmung kommen, Malle. Und was hilft da besser als eine kleine Pyro-Show? Juhu! Jetzt mal rein hypothetisch. Kriegt man dafür schon Stadionverbot? Ja, oder? Das zählt schon als Pyrotechnik, oder? Vor allem, wie soll man sich denn damit wehtun? Nee, das ist doch vielleicht erlaubt, oder? Was meint ihr? Wäre doch geil, wenn jeder mal so eins im Stadion hätte. Eintracht Frankfurt, alle, Eintracht Frankfurt, alle. Voll wieder ein Getrennten-Scheiß verletzt. ECE, beste Züge. Macht richtig viel Platz überall. Gerne wieder mit einem ECE auf jeden Fall. Der Streckenabschnitt vor uns ist gesperrt. Wegen Personen im Gleis. Danke dafür. Das Ding ist, ich muss noch zu meiner Mutter und den Rucksack abgeben. Und ich bin jetzt in Zeppelinhain am Stehen. Ich glaube, ich komme zu spät zum Spiel. Dreimal dürft ihr raten, wer seine Akkus zu Hause vergessen hat für seine Kamera. Und jetzt einen Akku, der vielleicht 40 Minuten hält, dabei hat. Kleiner Tipp. So eine Scheiße, Mann. Jetzt muss ich rennen. Heute ist so ein Scheißtag. Ich hoffe, das Spiel kann ein bisschen was wieder retten, alle. Heute provozieren wir mal ein bisschen hier. Die Finnen. Und zeigen dir mal, was das beste skandinavische Land ist. Aha. Statement. Der unauffällige Provokateur. Ist eure Laune auch immer so wetterabhängig? Bei so einem Wetter, wie es jetzt gerade ist. Der Tag ist einfach scheiße. Geht's nur mir so? Oder geht dir das auch so? Wenn man so einen Fettklopf streicheln kann, dann geht's einem direkt besser. Ja, wer ist mein Specki? Bist du mein Specki? Du hebst meine Laune wenigstens. So, jetzt sind wir ready. Die Reise geht weiter. Ja, Mann. Ich hab's tatsächlich geschafft. Wenn die Deutsche Bahn mir jetzt nicht noch einen Strich durch die Rechnung macht, dann hab ich's geschafft. Der ganze Stress war nicht umsonst. Gar kein Bock mehr auf das Spiel, aber das kommt jetzt noch wahrscheinlich wieder am Stadion. Bin nämlich wieder saumüde und mega gestresst. Immerhin bin ich zu Anpfiff auf dem Platz. Und das ist die Hauptsache. Dann kann mir der Rest auch scheißegal sein. Die sind auch nicht zu unterschätzen, ne? Ich dachte ja, das ist so das Schlusslicht bei uns und dass die dick Kacke sind. Aber die haben 1-1 in Schottland gespielt und nur 3-2 gegen PAOK verloren. Zu Hause zwar, aber schlecht ist was anderes, ne? Was ist oder was ist hier los? Oh, er ruft es an! Diese Szene wird dann nochmal gecheckt. Zu Recht. Hand des finnischen Verteidigers hier.
dass die Kölner den so gemacht haben. Wir fahren Fahrrad, wir Tabel, erst nach Bologna und dann weiter nach Neapel. Ungarn, 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 Ungarn. Alter, was geht da, wenn wir bei unseren Enten jagen? Und die pöbeln auch ein bisschen da. Und so wenig und machen noch auf dich. Das ist ja echt interessant. Das ist ja irgendwie cool. International. Der OFC fährt nur nach Bau. Nach
sagen, dass die Fans das feiern werden. Was ist da bitte gerade passiert? Was war das für ein Spiel? In der ersten Halbzeit, ich fand sogar die Stimmung da, also im Vergleich, dafür wir spielen Europa und führen 4-0 zur Halbzeit, dafür fand ich die Stimmung nicht sonderlich gut. Aber in der zweiten Halbzeit, das war mit das Geilste, was ich je erlebt habe, wirklich. Was für Lieder angestimmt wurden und Bier und Schnaps. Und dann das mit Timothy Chandler, what the fuck, wie geil war das bitte? So geil, dass so eine Vereinslegende jetzt einfach einen Scorer in der Conference League hat. Mega geil. Fun Fact, ich habe mal in den Bambinis ganz kurz trainiert. Was heißt trainiert? Ich habe auf dem Boden gesessen und Blumen gepflückt, bin dann auch wieder rausgeflogen. Das war aber im gleichen Verein wie Timothy Chandler. Kommen aus dem gleichen Kuhkaff. Ja, auf jeden Fall nur Liebe für Timmy. Das restliche Team natürlich auch. Also, bitte, was spielen wir da für einen Fußball? Also was geht bei uns ab? Sind die alle auf Crack? Was ist das? Wo ist Frankfurt? So, das ist ja der Wahnsinn. So, man kann es auf jeden Fall weitergehen. Ich habe erst Angst, weil Dortmund ja Newcastle 1-0 weggehauen hat, dass die jetzt voll selbstbewusst sind. Wir haben gerade 6-0 in Europa gewonnen. Also wir werden auch selbstbewusst genug sein. Heide!